25 Jahre M94.5. Cheers to 25 years. Wir, also M94.5, feiern immer noch Geburtstag. Und im Radioprogramm schauen wir ganz viel zurück, graben nochmal alte Sendungen aus den Jahren 96 bis 2021. Und jetzt sind wir aber hier nicht im Radiostudio, sondern in unserem recht neuen Podcaststudio und wollen vielleicht nicht nur zurückschauen, sondern auch ein bisschen in die Zukunft. Und man kriegt ja überall immer gesagt, die Zukunft des Hörens der auditiven Medien sind Podcasts. Und darum habe ich mir heute zwei Menschen eingeladen, die bei M94.5 waren und mittlerweile ihr Geld mit Podcasts verdienen. Und zwar zum einen Vincent Fidos Likegib. Hi. Wir haben gar nicht geklärt, wirst du gerne konsequent mit dem Doppelnamen angesprochen oder? Hier reicht Vincent, würde ich sagen, absolut. Okay. Den Doppelnamen schreibe ich noch und überall drunter, weil er dann so ein bisschen ins Auge sticht. Okay, das macht ein fieser Trick. Schreibst du viele Briefe noch? Nee. Da macht sich das mit Sicherheit gut. Aber so in Zeitungen zum Beispiel gibt es ja Autorenzeilen und da fällt es dann zum Beispiel auf. Und es steht natürlich auch in der Geburtsurkunde, also auf offiziellen Dokumenten muss ich auch. Zeitung ist ein gutes Stichwort. Du kannst uns doch kurz verraten, was du denn konkret machst. Genau, ich bin im Podcast-Team bei der Süddeutschen Zeitung seit 2018, seit Januar dort dabei und inzwischen Teamleiter für unsere kleine Audioredaktion. Sehr schön. Und zugeschalten, und ich weiß leider auch gar nicht, von woher, Miriam Trunk, hallo. Hallo, danke für die Einladung. Von wo haben wir dich überhaupt zugeschaltet? Ich bin tatsächlich aus Bamberg zugeschaltet. Eigentlich bin ich in Berlin, aber ich bin gerade in Bamberg, weil ich hier meine zweite Impfung bekommen habe. Deshalb ausnahmsweise mal in Bayern. Und das ist doch ein schöner Anlass. Wunderbar, ja. Und du bist nicht bei der Süddeutschen und wir sprechen nachher mit Sicherheit auch noch kurz drüber, was sich so unterscheidet in euren beiden Jobs. Aber magst du auch einmal kurz dich selbst erklären quasi. Gerne. Ich bin verantwortlich für die Audio Lines bei Bertelsmann. Das ist ein Zusammenschluss aus den Bertelsmann Inhaltedivisionen, also aus der Mediengruppe RTL mit ihren Sendern Vox, NTV, RTL, TV Now, aus Gruner und Jahr, dem Zeitschriftenverlag, aus Random House, dem Buchverlag oder der Verlagsgruppe besser gesagt, mit Verlagen wie Heine, Goldmann, Blanc Vallée, verschiedene kennt man, MDBMG, die UFA und RTL Radio. Und die haben vor fast jetzt 2,5 Jahren gesagt, Podcast wollen wir irgendwie alle machen, lass uns das doch zusammen angehen und haben gemeinsam eine Firma gegründet und die durfte ich dann aufbauen und habe mittlerweile rund 30 Mitarbeiter an 3 Standorten und wir machen Podcasts. Auch das klingt sehr spannend. Und ich habe schon angesprochen, wir wollen auch darüber noch sprechen und was ihr so macht und wo das mit diesen ganzen Podcasts überhaupt noch so hinführen soll. Aber lass uns doch mal kurz mit M94.5 anfangen. Natürlich zum Geburtstag. Vincent, wie viele von diesen 25 M94.5 Jahren hast du denn miterleben dürfen, müssen? Dürfen. Es war wirklich sehr viel Spaß, eine große Freude, 3 Jahre lang ungefähr. Wobei, ich glaube, das sagen wahrscheinlich alle so. Es gibt dann irgendwann so diesen einen Punkt bei M94.5, wo man dann keine Zeit mehr hat, ein bisschen weniger Zeit hat, wo schon irgendwie was Neues beginnt. Also M94.5 ist ja oft so der Start in so eine Medienkarriere oder der Start irgendwie so, wo man dann weitermachen möchte. Das heißt, ich würde sagen, 2,5 Jahre waren es wirklich viel und dann das letzte halbe Jahr ist es dann so ausgelaufen, wo man dann anfängt, andere Sachen zu machen. Da habe ich dann an der Deutschen Journalistenschule begonnen. Also so, das ist so der Überblick. Was für ein Tagesthema hast du damals angefangen? Ich habe gewechselt. Angefangen habe ich am Dienstag, bin dann im nächsten Jahr auf den Donnerstag gewechselt, im nächsten Semester und gleichzeitig in der Wissenschaft oder im Wissensteam. Damals hat man noch Wissenschaft gesagt, glaube ich. Gell? Es war so gerade an der Grenze. Also ich habe noch beides miterlebt, drum jetzt beides auch noch im Kopf. Ah, stark. Bei mir war es anders. Ich war erst am Donnerstag, dann am Dienstag. Und bei dir, Miriam, wie lange warst du hier? Genau so. Ich habe genau denselben Weg gemacht. Ich war auch 3 Jahre da. Ich bin dann ins Ausland, dann an die DJS und dann in Job. Also ähnlich. Aber ich war 2010, habe ich angefangen, im Wintersemester, war in der Kultur, habe dann 2011 die Kultur übernommen und habe das dann bis 2013 gemacht. Dann haben wir uns knapp verpasst. Siehst du mal. Aber 2 Jahre Ressortleitung ist schon auch eine Weile. Irgendwie schon. Ich weiß, aber es muss so lange gewesen sein, weil ich weiß noch, dass ich, als ich aus dem Tagesteam raus bin, direkt die Ressortleitung übernommen habe. Von daher, es müssen die 2 Jahre gewesen sein. Das war schon lange. Ich weiß auch nicht, ob es, aber es sind alle geblieben. Also es hat, glaube ich, ich habe niemanden verkrault in den 2 Jahren, aber
hat auch Spaß gemacht. Man entwickelt sich ja auch total. Und gerade jetzt, wo ich so meine erste Führungsaufgabe im Job bekommen habe vor ein paar Jahren, habe ich mich doch an die ein oder andere Sache aus der Zeit erinnert. Was ist der größte Unterschied zwischen deinem Audiolines-Team und dem M495-Kulturressort? Dass die Leute aus dem M495-Kulturressort keine Arbeitsverträge mit mir hatten. dass die wirklich auf Freiwilligenbasis kamen. Ich hoffe, dass meine jetzigen Kolleginnen und Kollegen das auch tun würden, aber kann ich natürlich jetzt nicht so direkt vergleichen. Nee, es ist schon ein bisschen erwachsener, wobei ich mir diese Leichtigkeit, die man irgendwie bei M495 hatte, sodass man das wirklich gemacht hat, weil man Bock drauf hatte, die versuche ich mir so ein bisschen zu bewahren. Und ich glaube, dass in meinem Team, auch wenn das natürlich für alle ihr Beruf ist, dass die Leute das wirklich auch machen, weil sie da Bock drauf haben. Hm. Also das ist die Gemeinsamkeit. Und jetzt war ja für dich dann auch wirklich, du hast schon gesagt, Ausland, dann auch DJS, wie du auch, und dann aber auch Standortwechsel. Ist es, findest du, bei dir überhaupt so ein großer Unterschied? Wenn man mal ein bisschen nachguckt, wer bei der SZ in diesem Audio-Team so arbeitet, ja, dann kommt es ja einem vor wie ein nächstes M495-Ressort. Ein Best-of-M495-Ressort. Ein All-Star-Team. Ein All-Star-Team aus M495-AbsolventInnen und ehemaligen RedakteurInnen. Ja, genau. Hat sich tatsächlich so ergeben sozusagen. Also wir hatten immer offene dann auch Bewerbungsgespräche natürlich, aber ja, es ist, glaube ich, mehr als die Hälfte in meinem Team war auf jeden Fall mal bei M495. Hat sich so unterschiedlich entwickelt. Manche hatten dann eben auch noch DJS absolviert und hatten dann auch schon in anderen Häusern zum Beispiel gearbeitet oder hatten eigene Podcast-Projekte umgesetzt. Also eine Kollegin zum Beispiel schon für Audible, die dann zu uns gekommen ist. Und dann gibt es auch einen anderen Weg sozusagen, dass wir auch mit Werkstudierenden zusammenarbeiten, die uns in der Produktion unterstützen. Und da haben wir natürlich unsere Ausschreibungen auch immer hier in M495-Verteiler reingeschickt, weil wir wissen einfach, was man hier kann, was man hier an Wortschnitt zum Beispiel lernt, was so Grundvoraussetzungen sind. Wir wissen dann ganz genau, was fehlt vielleicht noch, was wir hier brauchen und wie schnell können wir das beibringen. Und dann fühlt es sich einfach sehr gut an, dann hat man irgendwie gleiche Erfahrungen, man kann sich gut austauschen, hat sich für uns ganz gut bewährt. Aber die Themen sind nicht mehr ganz so verrückt vielleicht? Nee, wir haben ein bisschen andere Themen und arbeiten zum Teil natürlich jetzt auch längerfristig an Projekten, die sich dann über Monate ziehen, bis dann so ein Podcast raus ist. Bei M495 geht es ja oft sehr schnell und man kann sich irgendwie ausprobieren und das sofort umsetzen. Das stimmt. Das durfte und darf ich nach wie vor auch immer noch selbst erfahren. Aber Themen ist ein gutes Stichwort, weil egal, wen man trifft aus unterschiedlichsten M495-Generationen. Die Leute haben immer entweder so bestimmte Songs oder bestimmte Themen zu der Zeit oder so eine richtig verrückte Geschichte. Miriam, gibt's so ein Thema, das dir in Erinnerung geblieben ist, das du bearbeitet hast, wo du dir vielleicht heute denkst, ach du Kacke, das war ja wirklich vollkommen bescheuert. Ich kann mich noch an meine erste Themenkonferenz erinnern. Ich kam vom Privatradio in Bamberg, wo ich nach meinem abgebrochenen Musikstudium irgendwie hingegangen bin, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Und bei diesen Lokalprivatradios, da kriegt man ja so, was ist ihr Lieblingseis, ihre Tipps gegen Sommerhitze und so weiter. Und auf jeden Fall, aus dieser Schule kam ich zu M94.5 und hatte da so ein sehr politiklastiges Tagesteam. Und nachdem ich da im Sommer bei Radio Bamberg die Geschichte gemacht habe, was machen die Eisbären im Sommer, hatte ich dann die Idee, weil da gerade Winter dann war, dass ich ja die Geschichte machen könnte, was machen die Erdmännchen im Winter. Und das war so mein Top-Themenvorschlag. Und ich saß in dieser Konferenz und da ging es so drum, ja, was weiß ich, was irgendwie Seehofer hier und also ne, der Landesregierung und es war irgendwie lauter so, das waren irgendwie so die Themen und dann kam ich dran und dann war ich so, ja, also ich hatte jetzt so die Idee, weil ja im Zoo, da ist ja viele Tiere sind ja in die Hitze gewohnt und ich weiß auch, dass das so dieser Themenvorschlag, dass alle mich so angeschaut haben, so von wegen, okay, ist das jetzt irgendein super seltsamer Witz oder meinst du das gerade ernst? Und ich so, ja, oder man könnte vielleicht auch was über Gewalt gegen Frauen machen oder so. Und dann so, ja, okay, klingt besser. Also es war so ganz, diese ganze Konferenz war ganz, ganz, ganz bizarr. Und ich habe, glaube ich, auch 2 Wochen gebraucht, um mich davon zu rehabilitieren. Also das ist so meine erste M495-Erfahrung, sozusagen zu lernen, so ein bisschen reinzupassen. Aber was machen Erdmännchen im Winter? Ich weiß nicht, was ich machen. Also, aber ich durfte im Tagesteam gleich im ersten Semester mal für eine Repo an den Staffelsee fahren zur deutschen Minigolfmeisterschaft. Cool. Es war aber auch sehr, sehr verrückt. Gab es bei dir sowas was? Ich könnte jetzt auch meine erste Tagesteam-Aufgabe beschreiben oder ich kann eine Tiergeschichte erzählen. Oh.
Hat sie oder mit mehrere tun? Tiergeschichten von M495, ja. Ich bin nämlich auch immer pro Tiergeschichten gewesen. Ja, ich glaube, wir haben uns wirklich, wir waren nicht zur falschen Zeit. Also ich war eben einmal, waren wir im SeaWorld hier in diesem Aquarium und waren dabei, wie Haie gemessen wurden. Das war eine sehr journalistisch wertvolle Reportage darüber. Das war, glaube ich, einfach eine super PR-Aktion von diesem Sea Life, Sea Life heißt es, glaube ich, damit halt wieder mal JournalistInnen was berichten sozusagen. Und wir sind für die Unterhaltung einfach hin und haben irgendwie eine Quatschreportage darüber gemacht, wie Haie im Becken gemessen sind. Und dann bin ich auch gerne in den Zoo gegangen, zum Beispiel als der kleine Elefant Ludwig aus dem Münchner Zoo verabschiedet wurde nach Heidelberg, weil dort eine kleine Jungbullentruppe war und da musste er lernen, guter Elefant zu sein. Aber darüber mit ganz vielen Soundeffekten von Thörös und so eine Zoo-Reportage gemacht mit einer Patin, die den kleinen Wickerl seit 3 Jahren kannte und dann hat er da eine Breze bekommen und es war wirklich anrührend. Oh, das glaube ich. Aber so viel kann ich sagen, Tiere gehen immer noch. Es gibt auch nach wie vor, es gibt ja wieder einen kleinen Elefanten im Zoo. Da war neulich auch der Run groß hier. Aber du hast auch noch was mitgebracht aus deiner frühen M45-Zeit. Ich habe euch ja noch geschrieben, habt ihr irgendwelche Artefakte noch oder so. Und du hast tatsächlich eine Moderation noch am Start. Ja, ich habe 2 Sachen mitgebracht. Moment. Kann ich mal unter mich greifen, ne? Also das eine, man sieht es jetzt nicht, ich versuche es hier in die Kamera, meine Kamera zu halten, ist so ein schöner Jutebeutel, weil wir durften ja das Coole bei M495 noch immer auf so Festivals, so Sommer auf Isar-Inselfest oder so auf Bühnen moderieren und dann konnte man dort auch Jutebeutel gestalten und bei mir war es M495, weil ich aus Wien bin, das M steht für Leihwand draufgeschrieben, weil das ja immer Running Gag hier war, wofür steht eigentlich das M von M495? Und dann habe ich hier gefunden, gestern, als ich geschaut habe, meine Mappe mit dem ersten Radioeinführungskurs, den wir damals hatten, 2014. Ich habe es mir echt noch aufgehoben. Da stehen noch meine Informationen, wie ich mitmachen möchte bei M495 und dann noch meine erste Übungsmoderation, handschriftlich, journalistisch, auch sehr wertvoll. Um was ging es da? Oder magst du sie vortragen? Wir können dir so ein kleines Bett drunter legen. Okay, los geht's. Hier steht, ich hoffe mal, ich kann die Schrift gleich lesen. Das ging ja wohl nach hinten los. Eigentlich sollte der Viktualienmarkt nur einen robusteren Untergrund bekommen. Aufgetan haben sich dann eher Abgründe. Worum es geht und wieso die Standler jetzt auch mit finanziellen Einbußen rechnen müssen, sagt euch jetzt Moritz Bartscheider. Ach, stark. Das ist eigentlich schon. Und wie wurde die gefeedbackt? Weil du meintest. Wahrscheinlich zu viel klischeehaft oder so. Weiß ich jetzt nicht. Aber es ging nach hinten los, geht ja gar nicht. Ja. Das ist fast so schlimm, wie wir alle kennen. Ja. Aber tun sich bei dir, um in dem Bild zu bleiben, auch Abgründe auf. Miriam, hast du auch noch Sachen, die du rauskramst? Ich habe tatsächlich überlegt, ich hab manchmal so alte Kalender, schaue ich manchmal durch, wo ich das halt immer sehr akribisch eingetragen habe und auch in dem Kontext gesehen habe, wie viel Zeit ich verbracht habe. Also M495 war bei mir wirklich in diesen 3 Jahren, das war so mein Leben und auch so mein sozialer irgendwie Mittelpunkt. Also ich heirate Ende dieses Monats und ich habe auf die Liste geschaut, da sind so viele Leute, die von M495 kennen und die irgendwie geblieben sind. Und das ist, glaube ich, das sozusagen, nachdem ich ja jetzt dann fast 10 Jahre schon raus bin, das, was am meisten geblieben ist, sind wirklich viele Telefonnummern und Menschen. Das ist sehr schön und das finde ich auch immer sehr beeindruckend, weil auch das hört man eigentlich von so gut wie allen, mit denen man irgendwie, und man kommt ja doch sehr oft innerhalb der deutschen Medienbranche mit Leuten auf M495. Ja. Und schon viele Menschen, die da schöne Bekanntschaften gemacht haben. Aber kommen wir mal kurz. Das hat so dazugehört auch, ne? Also ich glaube, es war irgendwie so ein bisschen wie der easy Übergang von der Schulklasse. Also so diese Dramen und der mit dem und der eine hat auch einen Konferenztisch und der hat das. Und das war irgendwie so, das hat so dazugehört, ne? Dass man diesen Gossip auch ein bisschen hatte. Ich hatte auch mal so einen Gossip-Mail-Verteiler, was schrecklich ist. Und wo ich heute, wenn ich so eine 19-Jährige sehen würde, die solche E-Mails schreibt wöchentlich, wo sie einfach nur Gossip verbreitet, es spricht jetzt nicht für meinen Charakter, aber zeigt so ein bisschen, wie die Zeit damals war. Man wächst ja noch. Eben. Man muss das ja lernen, dafür ist das Studium ja da. Dass Gossip-Verteiler nicht so gut sind. Aber voll, und das ist vielleicht auch so ein Ding, weil irgendeine Form von Motivation, eine wirtschaftliche oder eine finanzielle ist es ja nicht, braucht es ja. Und da reicht dann oft dann auch schon der Sender-Gossip nach dem Sendergeburtstag oder der Jahreschartshow oder so, was da so alles passiert ist. Aber ich will doch schon mal kurz zum Thema Podcast sprechen und auch Podcast bei M45 kommen wir nämlich nochmal drauf.
Gab's so, weil es gab immer wieder mal so vereinzelte Geschichten, aber ich glaube nichts irgendwie konsequent. Gab es da schon mal irgendwelche Bestrebungen zu euren M45-Zeiten, dass man sagt, hey, da gibt es dieses hippe Ding und da, das machen aber nur Nerds in irgendwelchen ganz nischigen Themen? Es hieß anders damals, ne? Das waren halt irgendwie, ich weiß nicht, wir haben das teilweise auf die Website hochgeladen, wir haben die Musik rausgeschnitten. Also da waren die Plattformen ja auch noch nicht in dem Sinne Plattformen, sondern da gab es auch Apple Podcast, war damals noch nicht so entwickelt. Also ich glaube quasi der Ausspielweg war noch nicht da, das Medium digitales Audio war schon da. Aber ich glaube, es war halt irgendwie auf der Website und nö, das war so das Highlight. Also das Medium gab es schon, nur noch nicht in der Form. Ja, bei mir dann später auch. Also wir haben dann einzelne Sendungen halt danach, die Mitschnitte vielleicht mal neu verpackt und dann halt in die Mediathek gestellt. Aber genau, würde ich auch so bestätigen. Gab ja auch bei der SZ schon vor 2017 Podcasts mal. Ich glaube 2009 bis 11 so ungefähr, aber es hat sich dann eben auch, weil die Ausspielwege noch nicht da waren, also es war ja an ganz vielen Stellen, also nicht nur hier so, sondern auch in den großen Häusern zum Beispiel, wurde halt schon versucht, aber dann hat man eben noch nicht so viele Menschen erreicht, Smartphones noch nicht so weit verbreitet aus Plattformen, Apps etc. Ja, und ich glaube, es war schon in Deutschland schon auch lange so, also so Podcasts, wie man sie heute kennt, schon auch lange Nerd-Thema. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der meinte, sein Vater habe schon in den Nullerjahren einen Podcast gehabt, wo er mit einem Freund gemeinsam Zigarren getestet hat. Ich würde es gar nicht Nerd-Thema nennen, nur. Also ich finde es irgendwie so, aus dieser Szene in Deutschland, die gibt es ja, und diese Independent-Podcast-Szene, die hat sich super, also aus der ist total viel raus entstanden, auch was Technologie zum Beispiel beginnt, weil die sich so ihre Player gebaut haben. Die haben heute immer noch irgendwie ganz starke Foren, wo Austausch stattfindet, wo man sich wirklich total unterstützt und supportet. Und gerade auch die kleinen Podcasts sind ja auch oft total wertvoll, weil eben die Barriere nicht so hoch ist, mitzumachen, einzusteigen und selbst irgendwie seine Community so zu finden. Das ist ja auch noch immer eine Stärke vom Podcast, aber damals ganz besonders. Voll. Und ich dachte mir, ich frage euch da mal ganz doof, weil ich wurde, es muss 2018 gewesen sein, da war die Stelle recht neu, da wurde eine Podcast-CVD-Stelle geschaffen und dann wurde ich das. Bin es mittlerweile im Rahmen meines Volontariats aus Corona-Not wieder, interimsmäßig. Und das lief aber so damals, okay, hier ist diese Stelle, wir hätten gerne Podcasts, macht mal. Und da habe ich mich dann gefragt, wie war das bei euch vielleicht, gerade auch dann eben bei Häusern, wo du nicht wie bei M45 in so einem gesicherten Raum, okay, und auch wenn die ersten 5 Ideen alle kompletter Murk sind, ist wurscht. Wie war das bei euch? Weil ihr wart ja schon auch jeweils, wie ihr vorhin schon beschrieben habt, von Anfang an quasi mit dabei. Miriam, wie lief das bei dir? Hat man auch gesagt, okay, macht halt mal. Genau, ja, genau so war es tatsächlich. Also es ist natürlich, du hast mehr Ressourcen, du hast, also bei uns, ne, wir haben unglaublich viele Marken, wir haben unglaublich viele tolle Journalisten, tolle Geschichten. Also es war so, dass da wahrscheinlich sozusagen der Pool, aus dem man schöpfen konnte, war größer. Sicherlich auch der Druck, das habe ich damals gar nicht so gespürt, weil bei uns, also ich kam damals von Gruner und Jahr und bei Gruner und Jahr ist eine recht gute Fehlerkultur. Also da ist so, lieber scheiterst du, bevor du es nicht probierst. Und ich bin da, glaube ich, auch mit so, und wahrscheinlich auch durch M94.5, ich war mir so hundertprozentig sicher, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ich da überhaupt gar nicht dann gedacht habe, so dass das schief gehen kann. Und wir haben auch viel gefloppt, also bei uns ist auch viel gefloppt am Anfang. Ich meine, wir hatten, bevor wir gegründet wurden, hatte der Stern gerade Faking Hitler gemacht, was natürlich riesig war. Das heißt, du wusstest irgendwie, okay, True Crime funktioniert, du wusstest, ein paar Gesprächsformate funktionieren. Gleichzeitig, wir haben auch irgendwie 2 Redakteure reden über ihren Mallorca-Urlaub und so, wo wir halt nach 3 Folgen dann gesagt haben, also, das war schön. Also, wir sind relativ Trial-and-Error-mäßig vorgegangen. Wir haben über 200 Podcast-Projekte bis jetzt gemacht. Davon sind 100 erfolgreich gewesen. Also erfolgreich im Sinne von, dass wir sie weiter als 5 Folgen geführt haben. Davon sind 50, würde ich sagen, so erfolgreich, dass sie wirtschaftlich erfolgreich waren oder sind. Also es ist natürlich viel Ausschuss dabei, aber ich glaube, das Coole ist, dass dieses Medium noch so offen ist, dass du so viel probieren kannst und dass du auch, glaube ich, als Medienhaus irgendwie den Auftrag hast, das zu nutzen und zu probieren und lieber mal einen Fehler zu machen, weil wird gesagt, das Invest, was jetzt in den Podcast fließt, wenn du jetzt nicht irgendeinen Super-Promi hast und auf Bali produzierst, ist halt auch so überschaubar, dass du durchaus mal auch einen Fehler machen kannst, ohne das Haus in den wirtschaftlichen Ruin zu treiben.
Wer ist bei dir? Weil 100 Formate sind es, glaube ich, bei der SZ noch. Ja, nicht. Ich wollte gerade sagen, also bei uns sind die Maßstäbe so ein bisschen kleiner, muss ich gleich dazu sagen, weil wir ja auch eben eine Zeitung sozusagen sind, ein digitales Medium in einem Verlag. Also wir sind nur für die einen zuständig. Am Anfang war es aber natürlich auch so. Also als ich kam, gab es schon eben diesen Podcast, das Thema. Das war tatsächlich auch mal so als Versuch gedacht, auch mit einer externen Produktionsfirma. Wir machen das mal zu einer großen Recherche, zu den Paradise Papers. Ein paar Folgen Hintergrund sozusagen, testen das aus. Dann wurde gesagt, okay, der läuft, den wollen wir sozusagen fortführen. Dann kam ich mit dazu. Und dann war es am Anfang auch dieses, ja, was wollen wir denn als nächstes? Es wäre schön, als Tageszeitung einen täglichen Nachrichtenpodcast auch zu haben. Wie können wir den entwickeln und umsetzen? Dann haben wir erstmal während so einer Fußball-WM auch mal so probiert, wie können wir tagesaktuell schnell produzieren, und haben so einen WM-Podcast gemacht 2018 und haben dann immer sehr schnell nach Deutschland spielen versucht, am nächsten Tag Folgen rauszubringen. War es aber ein kurzes Projekt? War ein kurzes Projekt. Ging nach der Vorrunde zu Ende und dann haben wir es eingestellt und nach den Finalrunden geändert. Das war so die Entwicklung. Und dann haben wir eben auf den Punkt gestartet, so als dieses tägliche Nachrichten-Podcast, und das hat dann auch gut irgendwie funktioniert und der wächst seitdem auch kontinuierlich, und das war für uns dann irgendwie ein ganz guter Erfolg. Aber auch da mussten wir halt oft sagen, ja, was braucht ihr überhaupt sozusagen? Also die Vorstellung davon, was wir wirklich jetzt benötigen und was da an Aufwand rein muss und so weiter, das mussten wir halt dann oft noch erklären. Und genau, seitdem machen wir auch viele so abgeschlossene Serienreihen, Dokumentationen, das sind halt so einzelne Projekte, und im Free-Bereich hatten wir dann auch immer wieder kleine so Pop-Up-Podcasts, jetzt zum Beginn der Corona-Pandemie zum Beispiel mal einen Milbergs literarischer Balkon oder so, da wurden Texte eingelesen, oder mit dem SZ-Magazin dann auch so staffelweise so Podcasts, da waren auch so Tests einfach, das war für uns auch ganz schön und waren auch sehr gute Projekte, aber von Anfang an eben so abgeschlossen gedacht. Aber hat dir da auch, so wie sie Miriam gerade angesprochen hat, so dieser M45-Spirit vielleicht ein bisschen geholfen, wenn eben, da ist eine freie Fläche und wir probieren mal aus quasi? Ja, voll. Also so ein bisschen hat man das so im Hinterkopf. Also ich habe dann ja nach dem Wissen, habe ich dann irgendwann mal, bin ich in die Unterhaltung ja gewechselt, und dann ging es darum, ein Talk-Format zu machen. Es gab ja, glaube ich, Schwabylon früher, falls das noch jemand kennt, der hier gerade zuhört. Das war immer mein Baby, Schwabylon. Genau. Und das ist dann irgendwann sehr eingeschlafen. Wenn ihr es nicht kennen könntest, vielleicht in einem Satz erklären. Das muss Miriam machen. Das war eine Talksendung, eine Stunde. Genau. Das war das Geilste von ganz M495 für mich, dass ich einfach eine Stunde lang mit Leuten zu Oprah Winfrey-mäßig. Ja. Und heute, ich sage euch, 50% der Podcast-Pitches, die ich kriege, sind Leute, die sagen, ich will so wie Oprah Winfrey. Und ja, ich immer, so ging es mir auch, und das nannte ich Schwabylon. Genau. Und das ist dann, glaube ich, aber so eingeschlafen, seit du dann weg warst. Und dann hieß es, wir wollen dieses Talk-Format bei M495 wiederbeleben. Und dann habe ich daraus das Couch-Geflüster gemacht, was dann auch schnell wieder eingeschlafen ist. Aber das war auch so ein Spirit, halt so ein Projekt halt so aufzuziehen, sich zu überlegen, was sind meine Elemente in dieser Talksendung, was ist meine Musik, welche Gäste sollen da überhaupt hin, wie machen wir das auf Social Media sozusagen, wollen wir da eigene kleine Formate haben, um es unterzubringen, und all diese Gedanken, das hat man bei M495 natürlich so im kleinen Rahmen gemacht, aber genau das ist dann oft so ein Spirit, und den gibt's noch, und jetzt macht man es halt ein bisschen professioneller. Und was mich noch interessiert, ist nämlich nach wie vor so eine, weil es wird viel darüber gesprochen, und ich habe mir ein paar interessante Vorträge von euch beiden, die man so findet im Internet, natürlich auch zur Vorbereitung angehört. In einem, der auch sehr, sehr analytisch ist anhand von mehreren Studien, Miriam, beschreibst du, dass man natürlich innerhalb von so einer Medienbubble natürlich schon eine Weile lang denkt, so, okay, Podcasts sind der Shit und alle machen Podcasts und es ist ein Massenmedium. Wenn man sich das genauer anschaut, ist es aber noch gar nicht so, und was ich auch so faszinierend finde und gerne mal von euch wissen würde, ist so ein gewisses Selbstverständnis, das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn man auf, boah, ist ja eigentlich wurscht, auf Twitter oder LinkedIn oder sonst wo schaut, was die Leute da über sich reinschreiben in ihre Bios, und es ist immer Journalist und Podcaster in quasi. Ja, das sind die Berufsbegriffe, die nicht geschützt sind. Das ist richtig, aber warum, aber ich dachte mir dann so, ich glaube, ich habe da auch hat irgendwann mal einen doofen Gag zu gemacht, im Sinne von so, haben BR-Leute in den 50ern auch irgendwie sich Journalist und Hörfunker genannt? Nee, so wie Coach, jeder ist doch jetzt auch Coach. Du bist so, was mache ich? Nee, ich bin Coach. Also nichts gegen, es gibt auch gute Coaches wahrscheinlich, aber ich bin trotzdem, kommen so viele Leute, die irgendwie mal so eine Fortbildung bei der VHS gemacht haben, und dann sind die Coach.
Aber das, aber worauf ich hinaus will, so ein gewisses Selbstverständnis, gerade wenn wir jetzt drüber noch kurz sprechen wollen, wo geht es vielleicht auch alles noch hin und wie relevant ist das Ganze vielleicht auch für Menschen, die jetzt bei M945 sind und sich da vielleicht neue Möglichkeiten auftun. Warum ist dieses Selbstverständnis noch nicht da, dass man quasi auch vielleicht, so wie man Videojournalistin ist, vielleicht auch Podcast-Journalistin ist? Ich glaube, das wächst gerade tatsächlich. Also ich finde das auch, also ich glaube, bei uns gibt es ja einfach dezidiert Podcast-RedakteurInnen zum Beispiel mit dieser Berufsbezeichnung. Das steht auch in Arbeitsverträgen drinnen und kann man deshalb auch machen. Also ich glaube, das gibt es auf jeden Fall. Und daneben gibt es natürlich immer noch die es sozusagen dann ihr Privatding machen oder ihr kleines Ding machen. Muss jetzt auch nicht heißen, dass die alle schlecht sind sozusagen. Ich habe schon vorher gesagt, es gibt viele kleine Indie-Podcasts, es gibt aber auch die das für eine bestimmte Bubble sozusagen machen und das funktioniert auch und viele davon professionalisieren sich dann auch mit der Zeit, finden nochmal ein größeres Haus, wo sie andocken zum Beispiel. Also es ist zum Teil ist ja auch so ein Wachstum-Ding und dass das Medium eben noch frei und offen ist, wird sich hoffentlich jetzt auch nicht so schnell ändern. Das heißt, es wird auch diese Bezeichnungen oft noch geben. Manche werden es dann mehr und manche weniger sein, Podcaster. Und bei dir und deinem Team ist es ja, du würdest dich vielleicht auch selbst eher noch als Journalist betiteln in diesem Kontext? Ich bin Podcast-Redakteur, sage ich eigentlich okay. Immer. Aber ja klar, also Journalist bin ich auch, aber ich als Berufsbezeichnung natürlich immer Podcast-Redakteur. In diesem Rahmen, und Miriam, wie ist es bei dir so, wie ist deine Jobbezeichnung? Es gibt auch bestimmt irgendeinen richtig fancy klingenden Titel dafür. Nee, es gibt einen Titel, den halte ich aber geheim, weil ich ihn ganz schrecklich finde. Ich sage immer, ich bin die Chefin der Audio Lines. Das ist, finde ich, ein Titel, der klingt besser als dieser eigentliche Titel, der nicht auf eine Visitenkarte passt. Ich mag auch immer diese englischen Sachen nicht. Du bist nicht mehr Geschäftsführer, du bist jetzt Managing Director. Dann bin ich immer, auf LinkedIn sehe ich es ein, weil das ist ein englischsprachiges Medium. Aber sonst, wenn Leute sich dann immer so als, hi, ich bin Director XY, dann bist du so, okay, was machst du eigentlich? Deswegen, ich finde, Chefin der Audio Lines fasst einfach meinen Beruf gut zusammen und auch das, was ich mache. Und wenn man mich aber fragt, sozusagen, was machst du? Also wenn ich das beim Arzt angeben muss oder so, sage ich immer Journalistin. Genau. Weil es das irgendwie so mein Selbstverständnis am meisten trifft. Ja. Okay, und bleiben wir bei dem. Für junge Menschen, die jetzt gerade ihre, so wie ihr, sie schon gegangen seid, ihre ersten Steps vielleicht in die Medienwelt hier gehen, weil in anderen Medien- und Darstellungsformen gibt es ja recht klare Wege. Es gibt im Radio, dann kannst du ein klar durchgetaktes Volo machen oder im Fernsehbereich, im Print sowieso. Was sind so von euren Häusern ausgehend jetzt so, wenn man es so nennen möchte, so Karrieremöglichkeiten, die es in dieser, in Anführungszeichen, neuen Welt schon gibt? Vielleicht Miriam, bei dir gleich. Bei uns in meinem Team sind wirklich ganz bunt gemischte Leute, weil ich wollte vermeiden, nur Leute vom Radio zu nehmen, weil ich eben Podcast diese Möglichkeit geben wollte, sich als Medium wirklich auch weiterzuentwickeln und nicht jemand, der sagt, okay, ich weiß, wie man einen Beitrag macht, ich schneide, zack, 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 sondern ich habe Leute von der UFA, die so aus dem Bereich Dramaturgie kommen, ich habe Leute aus dem Print natürlich, Onliner, ich habe auch Leute vom Radio, also das ist für mich so, du kommst von allen Wegen in den Podcast, ich glaube, du musst Lust haben, Geschichten lang und tief zu erzählen, weil das ist das, was das Coole am Podcast ist, dass du Zeit hast. Also ich weiß noch, beim Fernsehen hat mir immer mein Chef gesagt, bist du noch so fleißig, du kriegst doch nur 1,30. Das ist beim Podcast schönerweise nicht so, sondern da kannst du ja auch eine Stunde mal machen, wenn es sich trägt. Und mir geht es halt darum, dass Leute gut Geschichten erzählen können, gut Geschichten aufbauen können. Und deswegen, wir suchen auch gerade wieder, ich schaue gar nicht drauf, was jemand vorher gemacht hat, solange jemand irgendwie gut erzählen kann und dafür ein Gespür hat. Das vielleicht aber auch. Stress kannst du lernen. Ne? Mhm. Also ich meine, schau bei M945, wie schnell lernt man den Schnitt und so, das kriegst du hin in ein paar Wochen. Mhm. Das stimmt, aber das ist vielleicht auch ein ganz netter Kontrast, diesen Fernsehspruch kenne ich auch. Aber was ihr macht und vor allem in eurem, wie du im Interview auch mal gesagt hast, größten und wichtigsten Format, ist es ja genau das nicht. Also das auf den Punkt, da wird ja nichts lang und tief erzählt. Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch so eine Vielfalt. Also das ist jetzt nicht zu den Karrierewegen zum Beispiel. Auf den Punkt haben wir zum Beispiel auch einen Kollegen, der einfach lange
Texte geschrieben hat, also auch dasselbe. Wir haben jetzt auch nicht nur Leute, die total im Radio ausgebildet wurden, sondern viele eben auch sehr flexibel gerade von der Journalistenschule oder eben aus der Zeitung zu uns gewechselt sind. Und wir arbeiten ja auch ganz viel zusammen mit den RedakteurInnen aus den Fachressorts bei der Süddeutschen Zeitung, die auch zum Teil sagen, puh, eigentlich wollte ich hier nur schreiben und jetzt muss ich auch ins Mikrofon reinsprechen. Und auch für die ist das eine, glaube ich, inzwischen machen sie es alles sehr gerne und reden da mit uns drüber. Und von der Form ist es dann eben so was, wo wir dann schon auch darauf achten, dass die Längen passen, beziehungsweise wir sehen es als unsere Verantwortung an, sozusagen die Inhalte auch halt zu editieren. So. Also man kann natürlich ein Mikro aufmachen und jetzt auch 2 Stunden über Themen sprechen. Die Frage ist dann immer, was wiederholt sich? Ist das wirklich immer der perfekte Mehrwert jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Und deshalb gibt es unterschiedliche Formate von 5 Minuten, 10 bis 12 Minuten, 35 bis 45 Minuten und manchmal eine Stunde. Aber bei allen achten wir eigentlich darauf, dass es halt das Nötigste sozusagen ist, dass man auch gut mitkommt und dass man bei den Geschichten, bei den Erzählungen hinterherkommt, dass jetzt nicht unbedingt viel doppelt. Genau, aber gleichzeitig auch mit dem Medium halt das nutzen, dass es halt persönlicher ist, dass man Recherchen erzählen kann. Dafür sollte dann schon immer Zeit sein, um transparent zu machen, auch wie Journalismus funktioniert. Das ist natürlich eine großartige Möglichkeit dafür und zeigt vielleicht auch so, also zwischen dem, was ihr in euren jeweiligen Häusern so macht, so wie frei diese Welt quasi noch ist, weil das, was mir auch so gefällt dran, ist es nicht wie im Radio und der Beitrag wird 1,30 und so weiter und es gibt ganz klare Vorgaben und ein Film funktioniert so in der Länge oder eine Hörfunkmoderation hat so und so auf diesen Break zu funktionieren, dass da so unterschiedliche Herangehensweisen gibt, aber ihr bei der SZ, und da würde ich gerne noch kurz drüber sprechen wollen, macht ja auch längere Formate, die auch aufwendiger produziert sind, teilweise viel mit reportagigerem oder Hörspielcharakter und so. Und das macht ihr aber nicht umsonst. Also das sind die Sachen, die ihr dann in Kooperation mit ich sage jetzt einfach mal, größeren Partnern macht. Genau. Ja. Und was ich mich gefragt habe, gerade wenn man, und man schaut ja irgendwie immer in die USA, wenn es so darum geht, okay, was entwickelt sich wohin? Und die New York Times ist mit Sicherheit vielleicht auch immer ein Beispiel, was man heranziehen kann. Die machen ja ganz viele solche Formate auch. Eins, was mir sehr gut gefällt, jetzt, weil es auch um Deutschland geht, sehr interessant, Day X. Und die machen ja alles komplett frei verfügbar. Was müsste passieren, dass es auch für euch möglich ist, dass ihr in dem Aufwand sowas quasi, so, weil du vorhin schon diese kleine charmante Indie-Szene angesprochen hast, dass man da vielleicht hinkommt, dass es quasi wieder für alle sein kann? Ja, aber gerade diese Sachen sind halt, muss man sagen, wahnsinnig ressourcenaufwendig. Also gerade wenn man solche Serien oder Audiodokumentationen macht, wie wir jetzt mit Fayo, Spotify, da sitzen halt sehr viele Leute wirklich sehr viele Monate dran. Und das muss man sich tatsächlich leisten können oder das ist halt ein wahnsinniger Aufwand an Mitteln. Die Leute kann ich dann nicht für schnellere, aktuellere Projekte zum Beispiel einsetzen und ich muss da immer umschichten und da müssen wir sozusagen irgendeine Form von Gegenfinanzierung machen. Gleichzeitig ist das, was sonst im freien Podcastmarkt dann oft passiert, ist ja auch noch viel Finanzierung über Werbung, ist dann oft schlecht möglich, wenn es um den nationalsozialistischen Untergrund geht zum Beispiel. Das ist so ein Werbeumfeld, wo jetzt, ohne dass ich zu viel jetzt mit den Anzeigen selbst zu tun habe in meiner Position, aber das ist, glaube ich, ein Werbeumfeld, wo die wenigsten Firmen jetzt sagen, cool, da setze ich mich drauf und hier geht es gerade um Morde und Radikalisierung von Neonazis und da möchte ich jetzt mein Produkt bewerben. Das heißt, irgendeine Form von Finanzierung muss da sein und für uns hat es jetzt ganz gut zusammengepasst mit diesen Kooperationspartnern, die wir haben, weil da gibt es dann eine ausgemachte Vergütung. Damit können wir sehr gut planen, sozusagen können das einsetzen, können unser Team erweitern, können auch im Team Know-how anhäufen, weil wir da einfach Erfahrungen sammeln und gerade diese Projekte mit Fayo zum Beispiel dann auch bei uns hinter die Paywall stellen bei der Süddeutschen und sehen, dass das auch gerne gehört wird und dass das auch funktioniert, dass auch unsere AbonnentInnen das als zumindest als gutes Extra zu den Texten dazu nehmen. Es ist nur noch ein bisschen unpraktisch zu hören, muss ich sagen, über SC Plus. Daran arbeiten wir noch. aber wie ist das bei euch, Miriam? Also wonach geht es bei euch vielleicht auch gerade, weil bei, wie du vorhin schon meintest, da stehen sowieso schon noch mehrere Player dahinter. Nach was wird bei euch entschieden, okay, was ist ein Exclusive oder was kommt hinter die Paywall oder was ist quasi,
ein freier RSS-Feed? Wir haben ja keine Paywall bei unserer Plattform, also bei uns wäre es quasi eine Plattform-Exklusivität. Aber es ist, glaube ich, und das gilt wahrscheinlich für die SZ genauso, es ist eine Frage des Werbemarkts. Also wenn Werbetreibende Podcasts für sich entdecken, was sie ja in steigendem Maße tun, können wir Sachen frei zur Verfügung stellen. Also ich glaube, es wäre schön und für die Öffentlich-Rechtlichen ist das auch möglich, weil sie einfach einen steady Money Flow haben, der da jedes Jahr reinkommt. Einfach Formate ohne Werbung rauszustellen. Du musst halt, wie du sagst, ne, du hast 5 Redakteure, die drauf sitzen. Diese 5 Redakteure kriegen Gehalt. Dann gibt's Reisekosten. Dann gibt's Protagonisten, die bezahlt werden müssen. Ne, also du hast einfach sozusagen einen gewissen Betrag auf der Seite der Kosten. Und dann brauchst du im besten Fall einen Betrag auf der Seite der Einnahmen, der mindestens genauso hoch und noch ein bisschen höher ist. Und diese Einnahmen können über 2 Wege kommen. Entweder über Subscriptions, also du baust eine Paywall ein, oder über Werbefinanzierung. Also du findest einen Werbetreibenden oder mehrere Werbetreibende, die sagen, wir wollen das Format präsentieren, wir wollen Spots darin schalten und so weiter. Und es gibt Podcasts, wo die Einnahmen die Kosten übersteigen. Aktuell ist es aber noch so, dass diese Podcasts in der geringeren Anzahl sind. Und je mehr Werbetreibende und auch je mehr Agenturen und Mediaagenturen Podcasts als Werbemedium entdecken, desto mehr Podcasts werden frei verfügbar sein. Aber es ist für einen privaten Sender und auch für einen privaten Verlag, der nicht wie die Öffentlich-Rechtlichen einfach Geld bekommt aus Gebühren, ist es notwendig, einen Finanzierungsweg zu finden, weil sonst können diese 5 Mitarbeiter nicht bezahlt werden und die Reisekosten und alles, was dazukommt. Ne, also der Werbemarkt ist, glaube ich, der Schlüssel. Und in den USA ist es so, dass der Werbemarkt sich enorm positiv entwickelt. In Deutschland ist es auch so, dass er sich positiv entwickelt, sogar sehr positiv. Gleichzeitig sind wir einfach hinten dran und wir haben viele, vor allem große Marken, die halt das Medium-Podcast erst für sich entdecken müssen, weil sie halt performanceorientiert sind, weil sie den Brandbuilding-Effekt nicht so klar sehen oder weil sie einfach sagen, Podcast-Reichweiten, also blöd gesagt, warum soll ich so viel zahlen für die 15.000 Hörer, wenn ich doch beim Fernsehen ein paar Millionen kriege. Ja, also da musst du einfach die Werbekunden erst hinerziehen, dass Podcast ein toller zusätzlicher Kanal zu anderen Werbeformen ist. Gleichzeitig würde ich noch sagen, profitieren wir trotzdem auch als Private von den öffentlich-rechtlichen Podcasts. Also immer wenn es dann diese, das gab es ja in den USA, diesen Serial-Moment, so einen Popkultur-Moment für Podcasts, wo plötzlich viele das Medium für sich entdecken. Wenn es sowas dann öfter in Deutschland gibt, und das war jetzt im letzten Jahr das Coronavirus-Update, wo plötzlich alle dachten, das ist also ein Podcast und so klingen jetzt alle Podcasts zum Beispiel, hilft uns das auch, weil das Medium entdeckt wird, die Apps plötzlich installiert sind und man sich dann anfängt umzusehen, was gibt's da noch draußen. Und jetzt gibt's ja auch gerade einen sehr viel beachteten Podcast, auch vom RBB, auch mitfinanziert, also auch wieder vom Öffentlich-Rechtlichen und NDR zusammen über Ken Jebsen. Auch das ist sowas, der ist jetzt in den Charts präsent. Man sieht, es gibt dieses Storytelling-Format. Vielleicht finde ich noch andere dazu. Also das gehört dann auch noch dazu. Man profitiert auch so. Absolut. Aber, also ihr sagt, der Werbemarkt entwickelt sich positiv, also es ist nach wie vor eine Entwicklung, in die sich es quasi lohnt, jetzt auch aus, also gehen wir auch mal weg von Werbekunden, allgemein einzusteigen. Habt ihr so ein Ding, was euch taugt an dem, was ihr tut, was ihr weitergeben könntet im Sinne von so, okay, vielleicht so eine gekürzte, auf den Punkt Antwort dazu, warum sollten vielleicht M45-RedakteurInnen sich Gedanken machen, ob man nicht längerfristig Podcasts macht beruflich? Es macht richtig Spaß, kann ich nur sagen. Also erstens, das Medium ist halt toll. Also wenn man gerade hier bei M945 ist, weiß man ja, was Audio alles kann. Ich finde, es ist immer eine Herausforderung, aber immer wahnsinnig spannend, sich zu überlegen, wie man Geschichten erzählt und wenn es gut gelingt, dieses Zusammenspiel aus Musik, aus reportagigen Elementen, gerade in so aufwendigeren Sachen. Aber auch wenn es nur das Talk-Format ist sozusagen, wenn dieses Zusammenspiel funktioniert, ist es einfach wahnsinnig toll und dann ist es so ein nahes Medium, mit dem man direkt Menschen erreicht. Also bei den Serien durch die Produktion zum Beispiel, wenn man auf den Punkt nimmt, dass jeden Tag kommt, man merkt, wie so HörerInnenbindung entsteht und wie Menschen da täglich wirklich einschalten und sich beschweren, wenn die Verabschiedung anders ist. Das ist einfach so was Tolles am Podcast-Markt, wo man merkt, so man ist dann Teil des Alltags irgendwie oder der Routine. Und das ist sozusagen ein Privileg. Und dann kann man auch noch eben, weil wir auch darüber geredet haben, wir bezeichnen uns gerne als JournalistInnen, als Hauptberuf,
das ist halt das Tolle, weil man damit halt die Inhalte auch so gut rüberbringen kann oder so eine gute Möglichkeit hat, auch wenn es sonst total turbulent ist gerade draußen, wenn sich Schlagzeilen überschlagen, wenn irgendwie wahnsinnig viel los ist auf der Welt, ist den Podcast so ein gutes Medium, so einen Schritt zurückzutreten, nochmal Zusammenhänge aufzuzählen, Kontexte zu geben und Leute wirklich wieder abzuholen zu so einem Thema. So, und vielleicht nochmal eine andere Perspektive aus einer anderen Perspektive nicht sehen, sondern hören. Ja. Aber die Antwort hättest du vielleicht selber nochmal gut zusammengeschnitten. Ja, auf krass, den Punkt. Total. Komplett zerflattert nochmal. Mindestens auf 10 Sekunden. Und, ja. Was ist für dich, Miriam? Die Freiheit, in einem neuen Medium zu arbeiten. Also ich habe nach der DJS beim BR angefangen und das war schön und ich habe da unglaublich viel gelernt, aber eine Antwort, die ich oft bekommen habe, war, das haben wir schon immer so gemacht und das passiert dir halt im Podcast-Markt nicht, weil keiner hat irgendwie alles schon gemacht, keiner weiß alles. Es gibt wenig Präzedenzfälle, du kannst einfach mal machen und das ist eine große Freiheit, die sehr viel Spaß macht. Das ist doch schön und Freiheit haben wir hier Gott sei Dank auch ziemlich viel. Hört ihr eigentlich M945 Podcast? Das hätte ich mal vorher fragen sollen. Gibt es irgendeinen, den ihr kennt? M945 to go und at home habe ich viel reingehört, aber ich muss dazu sagen, ich war ja auch hier, um Seminare zu geben zum Podcasten, aber da habe ich mich natürlich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und sonst ist es tatsächlich lustig, weil wir oft auch Werkstudierendenstellen ja auch immer noch ausschreiben und dann kriege ich immer die M945-Beiträge auch zu hören und dann wird man immer ganz nostalgisch. Das ist doch schön. Hörst du ab und an noch, egal ob es M45-Podcast oder lineares Programm? Ich bin ja raus aus München. Also ich wollte gerade sagen, seit ihr Schwabylon eingestellt habt, bin ich einfach Nee, tatsächlich nicht, aber auch, weil ich raus bin aus München und weil ich privat relativ viel englische Podcasts höre, weil deutsche Podcasts halt 100% Arbeit sind für mich. Also was schön ist, aber wenn ich privat bin, dann höre ich einfach irgendwie Sachen, die nichts mit Arbeit zu tun haben, gefühlt. Aber ich werde sie natürlich hören, jetzt wo ich auch eine Empfehlung bekommen habe. Die Sportgondel. Okay. Die gibt es zum Beispiel auch, ja. Die Sportgondel. Da bist du ja. Nee, da habe ich so oft. Nee, schade, nichts mit zu tun. Aber finde ich auch ein sehr schönes Format. Ich kann auch empfehlen, Vorlesungszeit. Da werden Texte vorgelesen und die Folgen sind immer so lang wie eine bestimmte Tätigkeit. Es gibt zum Beispiel eine zum Geschirr abspülen und die ist dann so lange, wie statistisch erhoben Menschen durchschnittlich brauchen, zum Geschirr abspielen und die Story hat irgendeine Verlinkung, die zum Abspülen hat, glaube ich, irgendwas mit der Flaschenpost zu tun. Sehr witziges und schönes Format zum Beispiel. Kann ich euch noch nahebringen und ich sage vielen Dank für eure Zeit und vielleicht sprechen wir dann zum 50. M45 Geburtstag darüber, wie ihr Podcast Deutschland mitgestaltet habt. Unbedingt. Danke für die Einladung. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. 25 Jahre M94.5.